Die Klärung der Frage, wer ist wer im IM-Bestand, ist insbesondere unter Beachtung der verstärkten Bemühungen des Feindes, in die Konspiration des MFS einzudringen, ein zwingendes Erfordernis. Diese Videodokumentation verdeutlicht am Beispiel des weiblichen inoffiziellen Mitarbeiters Eva die Notwendigkeit der verantwortungsbewussten Überprüfung der IM auf Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit als eine der entscheidenden Voraussetzungen und Bedingungen für eine erfolgreiche tschechistische Arbeit. Durch die konsequente Durchsetzung der hierzu in der Richtlinie 179 fixierten grundlegenden Ziele und Aufgabenstellungen konnte der beabsichtigte Verrat dieses IM rechtzeitig erkannt und somit größerer Schaden verhindert werden. Wer war Eva? Wie verlief ihre Persönlichkeitsentwicklung und die inoffizielle Zusammenarbeit mit ihr? Welche Umstände und Faktoren führten zum beabsichtigten Verrat und wie wurde dieser verhindert? Eva entstammt einer Arbeiterfamilie und wurde in geboren. Nach Abschluss der Polytechnischen Oberschule besuchte sie eine medizinische Fachschule, die sie nach zweieinhalbjähriger Ausbildung mit dem Staatsexamen als Krankenschwester beendete. Danach arbeitete sie als Krankenschwester zunächst in der Poliklinik der Leunawerke und anschließend im Krankenhaus Wolfen. Hier qualifizierte sie sich zur Operationsschwester. Familiär bedingt verzog sie 1973 nach Berlin und war als Operationsschwester zuerst im VP-Krankenhaus und später im Klinikum Buch tätig. Aufgrund einer musste Eva 1975 ihren Beruf als Operationsschwester aufgeben. Deshalb bewarb sie sich bei der Konsumgenossenschaft Berlin um eine Anstellung und war bis 1978 als Leiterin einer Kosmetikverkaufsstelle beziehungsweise als stellvertretende Leiterin einer Kunstgewerbeverkaufsstelle eingesetzt. In dieser Zeit erwarb sie an der Betriebsakademie des Konsums den Facharbeiterabschluss als Verkäuferin. In den folgenden 3 Jahren war sie nicht beruflich tätig und wiederholt längere Zeit krank. Ab 1981 übte sie dann wieder regelmäßig verschiedene Tätigkeiten aus. Kurzzeitig als Serviererin in einem privat bewirtschafteten Café und anschließend bis September 1982 als des Palasthotels. Von Oktober 1982 bis zu ihrer Festnahme war Eva als Kosmetikerin in einem privaten Kosmetiksalon angestellt. Im Verlaufe dieser Tätigkeit qualifizierte sie sich zur staatlich geprüften Kosmetikerin. Seit 1984 spielte sie mit dem Gedanken und bemühte sich, in Berlin einen privaten Kosmetiksalon zu eröffnen. Im Elternhaus, ihr Vater ist Mitglied der SED, wurde Eva im Sinne der Politik unserer Partei und Regierung erzogen. Während ihrer Schul- und Studienzeit beteiligte sie sich aktiv am gesellschaftlichen Leben und übte mehrere Jahre die Funktion eines FDJ-Sekretärs aus. Ihre ursprünglich positive Einstellung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR war teilweise ungefestigt und mit einem stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verbunden. Durch den sich bei ihr im Laufe der Jahre immer extremer herausbildenden Hang zum luxuriösen Leben nach westlichem Vorbild und durch den Einfluss des mit dieser Zielstellung aufrechterhaltenen Umgangskreises wurde ihre ideologische Grundposition später immer mehr aufgeweicht. Geistig rege, äußerst kontaktfreudig und selbstsicher auftretend war es Eva möglich, zu materiell gut gestellten männlichen Personen, insbesondere aus dem NSA,
Kontakte und Intimbeziehungen herzustellen. Stets gepflegt und sehr modern gekleidet, verfehlte ihr attraktives Äußeres dabei seine Wirkung nicht. Ihr Verhalten und Entgegenkommen wurde von den Intimpartnern oft sehr großzügig honoriert. So überließ ihr zum Beispiel ein privater Geschäftsmann für mehrere Jahre einen PKW Lada 1300 zur ständigen Nutzung. Die persönlichen Verhältnisse und laufende finanzielle und materielle Zuwendungen aus ihrem Umgangskreis ermöglichten Eva insgesamt einen relativ hohen Lebensstandard. So besaß sie zum Beispiel ein eigenes, komfortabel eingerichtetes Einfamilienhaus und seit 1982 einen PKW Citroën Palas. Evas Lebensstil wirkte sich negativ auf ihre familiären Verhältnisse aus. Sie ist mehrfach geschieden. In vierter Ehe war sie von 1981 bis Mai 1986 mit einem ehemaligen hauptamtlichen inoffiziellen Mitarbeiter des MFS verheiratet. Im August 1980 bot sich Eva zur inoffiziellen Zusammenarbeit mit dem MFS an. Durch ihre Beziehungen zu leitenden Mitarbeitern eines DDR-Außenhandelsunternehmens unterhielt sie zahlreiche operativ bedeutsame Kontakte und erlangte die Sicherheitslage der DDR betreffende Informationen. Mit der von ihr angestrebten materiellen Vergütung ihrer Informationen durch das MFS wollte sich Eva eine zusätzliche finanzielle Quelle erschließen. Aufgrund des Interesses des MFS an diesem Außenhandelsunternehmen und damals vorhandener erheblicher Schwierigkeiten bei der Schaffung von IM in diesem Bereich, wurde das Angebot der Eva aufgegriffen. Im Ergebnis ihrer Aufklärung wurde eingeschätzt, dass bei Eva günstige objektive und subjektive Voraussetzungen für eine perspektivvolle, inoffizielle Zusammenarbeit gegeben waren, die unter anderem resultieren aus ihrer positiven Grundeinstellung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR, ihren Persönlichkeitseigenschaften, Neigungen und Interessen und aus ihren umfangreichen Verbindungen, insbesondere zu Geschäftsleuten aus dem NSA. Nachdem im Oktober 1980 der inoffizielle Kontakt zu Eva durch einen erfahrenen operativen Mitarbeiter aufgenommen und ein Vertrauensverhältnis angestrebt worden war, erfolgte im April 1981 ihre schriftliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem MFS. Grundlage dieser Entscheidung waren die Bestätigung der bereits genannten Aufklärungsergebnisse, ihre bis dahin gezeigte Bereitschaft, das MFS bei der Lösung seiner spezifischen Aufgaben zu unterstützen, ihre stark ausgeprägte materielle Interessiertheit und die bei ihr vorhandene gewisse Abenteuerromantik. In der folgenden Zusammenarbeit erzielte sie bis Anfang 1986 bei der Realisierung der gestellten Aufträge gute operative Ergebnisse. Dies zeigte sich insbesondere bei der Herstellung und Weiterführung von engen Kontakten zu operativ interessierenden Personen aus dem NSA und aus der DDR. Sie erarbeitete zahlreiche operativ bedeutsame personenbezogene Informationen, unter anderem auch zu einem Verräter. Unter Beachtung der Tatsache, dass Eva von sich aus die Verbindung zum MFS suchte und herstellte, wurden ihrer gewissenhaften Überprüfung auf Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit von Anfang an der erforderliche Stellenwert beigemessen. Die ständige Analyse ihres Verhaltens bei den Treffs, die Überprüfung der Treffergebnisse, der Vergleich der Angaben anderer Quellen zur Eva bzw. deren Verbindungen
sowie Speicherüberprüfungen und operativtechnische Maßnahmen ergaben, dass EFA bis Anfang 1986 ehrlich und zuverlässig mit dem MFS zusammenarbeitete. Im Frühjahr 1986 kam es zu gravierenden Veränderungen im persönlichen Leben der Eva. Ihr vierter Ehemann trennte sich von ihr und reichte die Scheidung ein. Die von ihr angestrebte Eröffnung eines Kosmetiksalons zerschlug sich und mehrere ihrer lukrativen Kontakte brachen ab. In dieser Situation sah sie keine Möglichkeit mehr, ihren bisher praktizierten, aufwendigen Lebensstil fortzusetzen. Da sie auf diesen jedoch nicht verzichten wollte, versteifte sie sich in den Gedanken, die DDR zu verlassen und in der BRD oder in West-Berlin ein ähnliches, möglichst ein noch luxuriöseres Leben zu führen. Hierfür schien ihr der in West-Berlin lebende BRD-Geschäftsmann geeignet, der als Vertreter einer NSA-Firma kommerzielle Kontakte zu DDR-Außenhandelsunternehmen unterhielt. Eva hatte den Ende Februar, Anfang März 1986 kennengelernt, den Kontakt kurzfristig ausgebaut und zielstrebig eine enge Intimbeziehung hergestellt mit der Absicht, ihr weiteres Leben gemeinsam mit ihm in West-Berlin bzw. in der BRD zu gestalten. Bei einem Treff im Mai 1986 informierte Eva des MFS, dass sie einen Bürger der BRD ehelichen und, falls das MFS einverstanden ist, auf legalem Wege in die BRD oder West-Berlin übersiedeln möchte. Obwohl ihr bereits bei diesem Treff verbindlich erklärt wurde, dass einer Übersiedlung aus Sicherheitsgründen unsererseits nicht zugestimmt werden kann, kam Eva bei den folgenden Zusammenkünften wiederholt auf dieses Thema zurück. Sie argumentierte unter anderem dahingehend, dass ihre Übersiedlung für das MFS operative Vorteile bringe, da sie gewillt sei, auch im Operationsgebiet weiterhin ehrlich und zuverlässig für uns zu arbeiten. In diesem Zusammenhang wurde ihr mehrmals unmissverständlich die Haltung des MFS zu ihrem Vorhaben erläutert und unter anderem aufgezeigt, dass sie den Geheimdiensten der BRD durch den Verräter bekannt geworden ist, sie durch diese einer intensiven Befragung ausgesetzt sei, sie im Operationsgebiet umfangreichen Kontroll- und Überprüfungsmaßnahmen unterliegen würde und dass sie in der BRD sozial abgleitet, da dort für sie keine berufliche Perspektive vorhanden ist. Im Ergebnis der geführten Gespräche erklärte sich Eva letztlich bereit, zumindest vorerst von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen, gegebenenfalls mehrere Jahre mit der Übersiedlung zu warten und grundsätzlich von sich aus ohne Wissen des MFS in dieser Richtung keinerlei Aktivitäten zu entwickeln. Durch sofort eingeleitete Überprüfungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass sie bei den Treffs einen anderen BRD-Bürger als ihren zukünftigen Partner benannte. Der von ihr angegebene BRD-Bürger war zu den von ihr genannten Zeitpunkten nicht in die DDR eingereist. Wie sich später bestätigte, wollte sie mit ihren falschen Angaben verhindern, dass das MFS dem eventuell die Einreise sperrt oder zu ihm anderweitige Maßnahmen einleitet. Aufgrund dieses Überprüfungsergebnisses konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Eva aktive Vorbereitungshandlungen zum ungesetzlichen Verlassen der DDR trifft. Ferner wurde unter Beachtung ihrer Persönlichkeit und der Arbeitsweise imperialistischer Geheimdienste, insbesondere der BRD, eingeschätzt, dass Eva bei Verwirklichung ihres Vorhabens mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr bekannte Informationen
unter anderem über führende Persönlichkeiten der DDR, Mitarbeiter und IM des MFS, Mittel, Methoden und Zielpersonen des MFS und Regimeverhältnisse in Außenhandelsunternehmen der DDR verraten würde. Durch den Einsatz überprüfter zuverlässiger IM und die Veranlassung geeigneter Maßnahmen bei den Linien 3, 6 und 8 sowie bei den Abteilungen M und 26 wurde unter anderem festgestellt, dass Eva gegenüber Verbindungen aus dem NSA zu erkennen gab, dass sie künftig ein Leben in der BRD anstrebt. Reisen in die Ungarische Volksrepublik zur Aufklärung der dortigen Regimeverhältnisse nutzte und Beziehungen zu einem holländischen Geschäftsmann aufnahm, um in den Besitz eines verfälschten BRD-Reisepasses zu gelangen. Bei den zum Schein fortgesetzten inoffiziellen Zusammenkünften zeigten sich Veränderungen in ihrem Verhalten, die den vorliegenden Verdacht ebenfalls bekräftigten. So versuchte sie zum Beispiel, sich der inoffiziellen Zusammenarbeit zu entziehen. Hielt sie bei den Treffs nachweislich ihr bekannte operativ bedeutsame Informationen zurück und lehnte es ab, vom MFS finanzielle Zuwendungen anzunehmen, was völlig im Widerspruch zu der bei ihr stark ausgeprägten materiellen Interessiertheit und zu ihrem Lebensstil stand. Im August 1986 wurde der Hauptabteilung II darüber hinaus bekannt, dass eine namentlich unbekannte Bürgerin der DDR durch ihren in West-Berlin wohnenden Intimpartner mit dem Nachnamen mittels eines gefälschten Passes über die Volksrepublik Ungarn ausgeschleust werden soll. Diese Information beinhaltete unter anderem ferner, dass ein Ersuchen dieser weiblichen Person auf Übersiedlung ins NSA nicht in Frage käme, da bei ihr mehrere Ausschließungsgründe vorhanden wären. Aufgrund der erarbeiteten inoffiziellen Beweise wurden nach Zusammentreffen beider Personen in Leipzig anlässlich der Herbstmesse, der genannten am 6.9.1986, vor Ausreise aus der DDR an der Güst-Drewitz wegen Verdachts der Begehung von Straftaten gemäß § 105 Strafgesetzbuch und Eva am 7.9.1986 wegen Verdachts der Begehung von Straftaten gemäß § 213 Strafgesetzbuch festgenommen und der Hauptabteilung 9 zu Verdachtsprüfungshandlungen gemäß § 95 Strafprozessordnung zugeführt. Zu Beginn der Verdachtsprüfungshandlungen versuchten beide, sowohl Eva als auch längere Zeit ihre Absichten und Handlungen zu leugnen und unseren Wissensstand zu testen. Ich weiß ja nicht, was Sie von mir hören wollen. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Alles, was Sie bewerkstelligt haben, nach West-Berlin bzw. in die BRD zu kommen. Nichts? Was habe ich denn bewerkstelligt? Ich habe nichts unternommen. Das ist doch gar nicht wahr. Was habe ich denn unternommen? Fragen Sie mich doch, ich erzähle Sie. Ich habe nichts unternommen. Natürlich. Ich habe nichts. Gar nichts. Naja, was haben Sie denn noch schon alles rübergenommen? Übergenommen? Nach West-Berlin. Gar nicht weiter. Gar nicht weiter? Nee. Was hab ich noch? Irgendwo rübergenommen? Gar nicht. Inwiefern meint Sie jetzt rübergenommen? Damit? Ich meine, nach West-Berlin? Nee, absolut sonst. Nicht? Nee. Nee. Nee, gut, ich hab mir mal eine Flasche Sekt geschenkt oder sowas, also wenn Sie das meinen. Also solche Sachen. Das meinte ich eigentlich nicht, eine Flasche Sekt. Naja, solche Sachen. Ich meinte schon, dass Sie mich richtig verstanden haben. Nee, also wirklich, ich habe wirklich keine anderen Sachen. In der Richtung Sekt mal, wie gesagt, Cognac mal, aber es soll...
Im Verlaufe der weiteren Verdachtsprüfungshandlungen bestätigte sich, dass Eva seit Mai 1986 aktive Vorbereitungshandlungen zum ungesetzlichen Verlassen der DDR unternommen hatte, in die der BAD-Bürger einbezogen war. Der ungesetzliche Grenzübertritt der Eva sollte über die Volksrepublik Ungarn bzw. über die CSSR unter Verwendung eines verfälschten BAD-Reisepasses im zweiten Halbjahr 1986 erfolgen. Bei den Zusammenkünften während der Leipziger Herbstmesse hatte Eva dem zur Verbringung nach West-Berlin bereits Passfotos, eine fünfstellige Summe Banknoten der DDR und wertvolle Gegenstände aus ihrem Besitz übergeben, die bei der Festnahme des vorgefunden wurden. Des Weiteren war im Kofferraum des PKW des in einem Ordner mit Messe und Geschäftspapieren versteckt, ein von Eva handschriftlich verfasster mehrseitiger Bericht als Beweismittel sichergestellt worden. Diesen Bericht hatte Eva in Leipzig auf Anraten des auf dessen Messestand angefertigt. Er enthielt unter anderem Angaben zu Mitarbeitern und Zielpersonen des MFS, die ihr im Rahmen der inoffiziellen Zusammenarbeit bekannt wurden, über kommerzielle Verbindungen, Kontakte und Verbindungspraktiken eines DDR-Außenhandelsunternehmens und Angaben zu ihrem geschiedenen Ehemann, der langjährig als HIM tätig war. Die Darstellung ausgewählter Aspekte dieses IM-Vorganges zeigt anschaulich die Notwendigkeit, die Arbeit mit IM konsequent auf der Grundlage gegebener Befehle und Weisungen, insbesondere der Richtlinie 179 zu organisieren, die Vorbereitung und Durchführung der Treffs mit den IM gründlich vorzunehmen und alle Unregelmäßigkeiten gewissenhaft zu dokumentieren, die Zusammenarbeit mit den IM ständig auf mögliche Hinweise auf Doppelagententätigkeit bzw. auf Unehrlichkeit und Unzuverlässigkeit zu analysieren, und niemals unser Wissen aus operativen Aufklärungsmaßnahmen den IM zu offenbaren. Diese Videodokumentation verdeutlicht auch die hohe Verantwortung und die erzieherischen Aufgaben aller IM-führenden Mitarbeiter. Damit die IM-feindlichen Argumenten und Handlungen widerstehen, sind die Treffs ständig zu nutzen, den IM ein aufgabenbezogenes und reales Feindbild zu vermitteln, die IM zur Standhaftigkeit gegenüber Korruptionsversuchen des Feindes zu erziehen und den IM die Vorbildrolle der Führungsoffiziere und ihre Unantastbarkeit jederzeit zu demonstrieren. Auch bei konsequenter Beachtung aller hier dargelegten Erkenntnisse und Erfordernisse ist kein IM-führender Mitarbeiter davor geschützt, dass durch bestimmte Ursachen, Bedingungen, Lebenssituationen und durch politisch-ideologische Einflüsse bei einem IM begünstigende Faktoren bzw. Umstände für Unehrlichkeit und Unzuverlässigkeit auftreten und sich entwickeln können. Bei Feststellung erster derartiger Anzeichen ist es unbedingte Pflicht eines jeden Führungsoffiziers, die Verdachtsgründe exakt zu dokumentieren und den dienstlichen Leiter sofort zu unterrichten, geeignete politisch-operative Maßnahmen zur kurzfristigen und zweifelsfreien Klärung der Verdachtsgründe einzuleiten und durchzuführen, die inoffizielle Zusammenarbeit mit dem IM ohne für ihn sichtbare Veränderungen als Scheinkontakt fortzuführen. In diesem Zusammenhang wird auf die Federführung der Hauptabteilung II bei der Bearbeitung von Doppelagenten verwiesen. Die Dienstanweisung 187 fordert unter anderem, dass in jedem Fall die Hauptabteilung II umgehend
über jegliche Anhaltspunkte einer möglichen Doppelagententätigkeit von IM zu informieren und zu konsultieren ist. Auf dieser Grundlage hat dann die Festlegung notwendiger Bearbeitungsmaßnahmen zu erfolgen. Jeder IM-führende Mitarbeiter muss sich stets bewusst sein, dass nur durch die ständige Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des IM-Netzes und somit jedes einzelnen IM, das MFS in der Lage ist, seine wichtigste Waffe im Kampf gegen den Feind erfolgreich einzusetzen.